Johnny. Aber die meisten sind da und wir haben ein paar auch benutzt, die vom Häusern sind. Also das ist Maismehl mit Bohnen, weil der Jan gestern ganz viele Bohnen aufgemacht hat. Du siehst echt hübsch aus. Mädchen. Lulala. Ist das nicht süß? Also solche Dinge erlebt man einfach nur, wenn man wirklich Kinder hat. Oder? So, meine selbstgemachte Hackennüsse mit. Und die Kinder waren beim Bäcker gewesen. Der Gianni undercover. Ja, deine Augen. Gianni. Wo ist der Gianni? Ich sehe den Gianni nicht mehr. Oh, oh, der Gianni ist weg. Guck mal, guck mal. Oh, Gianni ist weg. So, Kinder, was wollt ihr noch essen? Brötchen mit Butter und Marmelade. Marmelade, Marmelade. Okay, Kakao ist noch da, wenn ein Kind möchte. Das mache ich für mich und Idris, weil ich nichts vom Bäcker essen kann im Augenblick noch. Ah, Gilla hat schon was für sich. Habe ich die ganze Zeit für Idi gefilmt und meine Kamera vergessen. Ich wollte nochmal die Kartoffeln. Eigentlich, ich habe bei meiner Mama gefragt, weil ihre Kartoffeln so lecker waren. Und manchmal ist mir das auch aufgefallen, schmeckt das Essen so gut und dann wiederum nicht, obwohl ich alles gleich mache. Es hängt einfach von der Sorte ab. Und die so, ja, die Annabelle-Kartoffeln, die sind richtig gut. Der Gianni. Ich beim Einkauf. Und du kriegst einen Kuss. Ja. Süß. Habe ich welche geholt, weil da stand Anna. Ich bin fett mit Messern und fett dekoriert. Und so sieht das aus. Es sind Anna Lena. Trotzdem sehr gut. Warum habe ich jetzt so ein Glas? Gucci. Essen jetzt alle? Ja. Und dann ist auch die Tiger. Guck mal, Mama, Mann, den eine ist abgeworfen. Okay, das mit die Kartoffeln noch? Alle vergessen wir jetzt. Ich habe mit meinen Geschwistern gespielt. Oh Playmobil, nein! Und hab, das ist jetzt die Kinderklinik. Natürlich sind jetzt nicht alle da, Teile da, aber die meisten sind da und wir haben ein paar auch benutzt, die vom Häusern sind, also die Möbel. Und da habt ihr improvisiert und da hat irgendwas passiert, ja? Ja. Das ist zum Beispiel von zu Hause, das hier, das hier, das hier. Also das nicht, das aber hier. Aber sieht super aus. Hat die denn dann gesagt? Dann bin ich jetzt oben. Nein! Nein, hat sie nicht. Wenn es ihr ein bisschen gut geht, das hat sie dann gesagt. Nee, dann geht's dir wieder besser, du kannst weg von Krankenhaus. Hast du das gesagt? Nee, das dauert doch ganz lange, dann ist ganz krank. Die darf da nicht raus. Die braucht ganz, ganz lange, gell? Papa! Gianni, was denn? Ich Der Baba geht mit dir, ich geh nicht zu Penny. Die Jüngino! Geht hier schnell was lecker.
Käse kaufen. Los! Und etwas zu trinken. Du wolltest doch was haben. Los, schnell! Nein, ich möchte nicht. Ich möchte selber entscheiden, wo ich hingehe. Jenny, komm, ich gehe. Wir kaufen dir Käse. Komm. Ich hab schon Käse. Orangensaft. Orangensaft. Ja, Orangensaft. Komm. Meine. Ja. Darfst du? Der Papa holt dir. Komm mit. Jenny, zeig dich mal. Was hast du gemacht? Du wolltest eigentlich nur ein Getränk holen und hast das Gel vom Baba gefunden, ja? Und jetzt bist du so cool wie Baba? Wow, also ich würde sagen, auf jeden Fall gehst du heute mal baden, hm? Ja, der Edi hat mir nämlich, bevor er gefahren ist, Ingwer geholt. Mir geht's, also heute ist glaube ich die dritte Woche und eine Woche vorher hatte ich eine Bindehautentzündung. Mama, pass auf, da die Dippe mit Kaka gemacht. Mama, guck mal, pass auf, die Dippe. So, ich habe mir eine Ingwer. Oh Gott, mir geht's einfach nicht so gut. Ich habe mir eine Ingwer-Karottensuppe gemacht und etwas Scharfes noch dazu, weil ich total viel Lust drauf hatte. Wollen wir gute Nacht, meine Lieben, sagen? Gute Nacht. Gute Nacht, meine Lieben. Gute Nacht, meine Lieben. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Jenny, guck mal, Mamas Geschenk für dich. Für dich. Aufpassen. Jenny, mach auf. Hier, mach oben auf. Zieh Gas drauf. Oh, Mann, Jenny, das ist Jenny, mach doch auf. Das ist ein Riesenkopf. Wow, ein neues Tierauto. Safari-Auto. Das hast du bekommen, geschenkt bekommen von Momo. Ich hab Theo. Willst du es aufmachen? Echt cool. Wie heißt du, Jan? Du hast gerade deinen Namen gesagt. Ja, wie heißt Jan. Du, Jan? Isel, wie heißt du? Itzi, wie heißt du? Isel. Ah, okay. Yeah. Wow, 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 Laser, echt cool. Laser. Mama, findest du das? Ja, sehr schön. Wow. Nur musst du das eine erstmal trocknen lassen. In die letzten Stunden war ich damit, oh Gott, es schallt hier, weil gerade nichts so weit drin ist. Die Gardinen, Bettwäsche, alles fehlt. Es war nämlich hier so staubig, obwohl ich so oft jetzt hier auch sauber gemacht habe. Trotzdessen war es ja mit der Hauptstraße, ne? Etwas schwierig. Und so viele Personen, so viele Kleider drum. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier gut sauber gemacht und ja, werde heute, denke ich, auch mal noch fertig werden. Wir haben aber auch in der Küche jetzt voran. Wir sind gut vorangekommen. Der Idris hat angefangen Essen zu machen und ja, ich habe auch noch was dazu gemacht. Sieht voll lecker aus. Es sind so, man könnte sagen, weil die sich Steaks machen. Und ich wollte auch noch zu dem Essen so eine andere Beilage dazu machen, habe ich mir jetzt, das ist Maismehl mit Bohnen, weil der Jan gestern ganz viele Bohnen aufgemacht hat, habe ich die klein gemacht, zusammengemischt, nachdem ich diesen Maismehl gekocht habe. Und ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Und das Weiße ist weißes Maismehl aus einem russischen Laden. Ja. Wir werden gleich draußen essen, weil es ist total das schöne Wetter. Die Sonne ist so stark. Also hier ist das Essen. Kartoffeln mit Süßkartoffeln, Suppe mit Blumenkohl. Wie heißt es? Zucker? Bohnen? Nein. Irgendwas mit Zuckerbohnen, glaube ich. Mhm. Basilikum. So. Ja, Fleisch für die Familie und meine Bürger da oben. Ja, mein Schatz? Ich habe eben gar nicht aufgenommen. Oh. Ich dachte, dass du das gemacht hast. Nein, das war die Athenia. Die Athenia gemacht hat.
Die hat heute komplett den Tisch alleine gedeckt. Ich weiß, ich habe doch gesagt, dass es die Schatz. Aber er fragt, was du willst. Willst du ein bisschen von mir? Janine, deine Nägel kleben an dein Ohr. Janine, bitteschön. Weißt du, Mama? Sie bist du Fleisch? Ja. Dann gib dein Teller, Schatz. Kleine Kartoffeln. Ja. Also irgendwie bin ich begeistert von meinem Essen. Wenn ich kann. Ich hab's mittlerweile auch drauf, Idi. Das stimmt, ja. Das stimmt. Der Gianni wartet auf sein Fleisch. Und die Kartoffeln, ja, ich hoffe, die sind jetzt durch. So, meine zweite Portion, weil es einfach super lecker schmeckt. Der Salat ist auch so super lecker im Geruch. Die Suppe, ich glaube, die schmeckt auch. Der Idris hat einen mega Hunger, denke ich mal. Deshalb ist er still für sich alleine und der Gianni unterwegs. Haben gegessen, haben größtenteils abgeräumt und nun sind wir unterwegs und der Idris, oh, Idi, komm, ich brauche ein paar Aufrufe. Fall mal, opfer dich für meine Videos. Man gewöhnt sich schnell dran. Echt? Ich nicht so wirklich. Oh, der ist aber schon alt. Was? Der Mais ist schon alt. Oh. Dann los. Das kann man nicht essen. Kann man nicht. Ja, zeig mal deins. Ich hab Gold. Zeig mal. Oh, guck. Ah, ah. Kinder, die kann man nicht essen. Johnny, hier. Auch nicht, nein. Und die meins sind... ist auch Gold. Ihr braucht bitte keine abmachen. Meins ist gelb. So, Gianni mit seiner Beute. Nein, ein Stückchen. Ich werde ihn irgendwie so wie Essblätter. Guck mal, wie angeschlagen sie sind. Ja. Ich weiß nicht, ich habe das noch nie im Supermarkt gesehen. Was ist der Ziegenbalken hier? Wir sind gerade auf der Wiese im Feld und probieren ein paar Sachen. Und ich gucke, dass niemand unsere Sachen nimmt. Celine, du siehst echt hübsch aus. Mädchen, lulala. Du darfst auch gleich. Einen Moment. Die will dein Sagen. Doch, sie, du darfst auch gleich. Sie erlaubt es dir sofort. Einen Moment. Ich erlaube ihnen gar nichts. Nein, Chillen, lass ihn auch mal. Ist das nicht süß? Also solche Dinge erlebt man einfach nur, wenn man wirklich Kinder hat. Man sagt den Fall. Mama. Mama. Ja? Ja. Dem. Ja. Immer wieder sonntags. Es ist mega spät und morgen aufzustehen wird wirklich anstrengend. Es ist jetzt 1:30. Ich habe bislang aufgeräumt und mich so ein bisschen wieder über mein Internet gewundert, denn ich kann problemlos YouTube-Videos abrufen und anschauen. Die stoppen auch fast gar nicht. Ich darf natürlich die Qualität jetzt nicht auf HD machen oder so, aber es spielt ab.
Jedoch kann ich keine einzige Google-Seite aufmachen. Es zeigt mir nur Google an. Ich kann noch einen Suchbegriff machen. Eventuell zeigt es mir dann noch die Seiten auf. Sobald ich aber irgendeine Seite versuche dann zu öffnen, stoppt es. Es passiert gar nichts. Und ich wollte mich nochmal über meine Spirale, die ich drin hatte, informieren, weil ja, es ist so heftig, wie viele Nebenwirkungen ich hatte, ohne es zu wissen. Aber ja, viele, viele Fragezeichen, die ich hatte und damit überhaupt nicht in Verbindung gebracht hatte, sind jetzt geklärt. Das ist echt beruhigend und auch irgendwie traurig, dass ich so lange darunter gelitten habe und das richtig heftig. Also mein Leben wurde zum Teil fast zerstört. Hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber es ist wirklich so. Wenn man ja, meine Vlogs sieht, dann und ich euch sage, was, wieso, war, dann werdet ihr es auch erkennen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht so ein extra Video dazu machen sollte, denn ja, ich finde dieses Thema, also viele Fragen auch nach der Auswanderung. Hätte ich diese Spirale nicht gehabt, wäre ich bereits in den USA. Und alleine das ist, ja, schon heftig, oder? Ja, okay, egal, sehr philosophisch am Ende des Tages um 1:30, aber ja, so ist das. Ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen. Mua.